nochmal. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin jetzt das, was Sie vom Feierabend trennt. Also hören Sie mir kurz zu, dann sind wir schnell fertig. Wir haben leider um diese Zeit jetzt doch nochmal ein schmerzhaftes Thema. Ein Thema, was so schmerzhaft ist, dass die CDU ja sogar ihre Wirtschaftssenatorin geopfert hat, um dieses Thema zu begraben. Na, wenn Sie so viel klatschen, dauert es doch ein bisschen länger. Wenn Stellen, vor allem Hochdotierte, in landeseigenen Betrieben illegal einer bestimmten Person zugeklüngelt werden sollen, dann ist das ein Skandal. Das haben Sie völlig richtig gesagt. Das Landesgleichstellungsgesetz macht klare Vorgaben, dass Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert werden müssen. Dass Frauen bei der Leitung der Messe unterrepräsentiert ist, kann man wahrscheinlich sagen. Das hat ja auch Frau Becker so gesagt, ne? Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. So, diese spezielle Aufforderung zur Bewerbung findet aber nicht statt, wenn die Ausschreibung auf einer Internetseite versteckt wird, wo sie kaum jemand findet. Ja, das können Sie mir glauben. Wir haben in der Partei wirklich viel Erfahrung damit, Dinge effektiv im Internet zu verstecken. So. Ist ja gut. Ich bin gleich fertig. Wenn sich keine einzige geeignete Frau auf eine Stelle bewirbt, die immerhin sportliche 482 Mille im Jahr bringt, dann ist das ja zumindest auffällig. Vielleicht die Stellenbeschreibung. Die angebliche Eilbedürftigkeit ist jetzt glücklicherweise auch vom Tisch. Der 20. September, bis zu dem Herr Göke zur Verfügung stand, ist vor einer Woche verstrichen. Und da hat Herr Henkel, jetzt ist er nicht da, schade. Ja, der Herr Henkel hat ja dankenswerterweise, das war jetzt gerade tatsächlich mal ein Lob von mir, um Aufschub gebeten, damit die Frau Eiser sich in den Prozess eingebunden fühlen kann. Ist ja letztlich auch besser, als wenn man die zuständige Senatorin plötzlich vor vollendete Tatsachen stellt und sie damit eventuell in die Verlegenheit bringt, Dinge selbst in die Hand nehmen zu müssen. Irgendwann sind ja auch bei der CDU die fähigen Leute alle. So, was ich damit jetzt eigentlich sagen will, ist, dass die Stelle des Geschäftsführers der Messe neu ausgeschrieben werden muss, und zwar entsprechend der Anforderungen der Position und nicht entsprechend des Lebenslaufes von Christian Göke. Und dabei sind natürlich auch die einschlägigen Gesetze zu berücksichtigen. Ich finde es schön, dass Frau Ciborra und Herr Melzer uns das zugesagt haben, aber um nochmal den Ton der lieben Kollegin Kopfbinger aufzunehmen, wir sind die Opposition, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns. Ne, das ging ja jetzt doch ganz schnell. Ich wünsche einen schönen Abend. Meine Damen und Herren, vielleicht noch so bitte, dass der Redner noch zu Ende reden kann. Schönen Abend. Dankeschön.